Wie wäre es mit einem Planschbecken im eigenen Garten? Gerade bei dieser Temperatur. Doch ein bisschen mehr könnte es ja auch sein. Vor allem jetzt, wo ein Urlaub im Ausland eh so eine Sache ist. Das dachte sich auch Familie Klasani aus Woratal und baute sich ihre ganz private Oase in den Garten. Ja, ein größeres Planschbecken sollte es eigentlich erstmal werden. Und naja, manchmal übertreiben wir dann ein bisschen, oder mein Mann, und meinte dann ja, dann lass uns gleich einen richtigen Pool aufstellen, wo wir alle drin schwimmen können. Vor 2 Jahren war die Familie in Costa Rica im Urlaub. Von dieser Reise haben sie sich, jedenfalls was die Optik ihrer kleinen Oase angeht, inspirieren lassen. Ein bisschen Karibik-Flair habe ich mir gewünscht. Also das Drumherum, das sollte einfach stimmig sein und nicht nur einfach einen Pool in den Garten gestellt und fertig, sondern so ein bisschen sich kreativ noch ausleben können und dass wirklich Urlaubsstimmung aufkommt. Eigentlich hatten die Klasanis vor, ihre Elternzeit für die kleine Ria zu nutzen und eine Rundreise durch Südeuropa mit dem Wohnmobil zu unternehmen. Doch wegen Corona fiel alles ins Wasser. Und so gab es am 1. Mai den Spatenstich für die neue Poollandschaft. Also teilweise ist es natürlich Geld, was wir für die Reise genutzt hätten, was wir ja jetzt nicht brauchten, in Anführungszeichen. Viele Sachen habe ich über Kleinanzeigen gebraucht bekommen. Da waren Leute, die verschenkten ein Carport gegen Abbau. Sprich, ich bin da hingefahren, habe das abgebaut, dafür war das Material meins. Und dieses Carport diente als Unterbau für den Pool. Doch auch kiloweise Schrauben sind in dieser Landschaft verbaut. Es steht im Garten, es ist Wind und Wetter ausgesetzt. Und da jetzt so viel Geld in den Garten zu stellen, ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir machen es schön, aber wir versuchen dabei trotzdem noch etwas zu sparen. Doch auch Töchterchen Paulina und Mama Yvonne helfen mit. Sie haben beispielsweise die Gehwegplatten mit bunten Mosaiksteinen beklebt. Am Anfang war der Elan sehr groß. Und wenn man dann am Schuften ist und teilweise war es auch dann wirklich warm in der Zeit, ja, da fiel es dann ein bisschen schwer manchmal. Aber man muss sich mal wieder neu motivieren und dann, ja. Wir wussten ja auch genau, was wir haben wollten. Wir hatten das Ziel vor Augen und dann musste es auch fertig werden. Jetzt genießt Familie Klasani ihren Garten in vollen Zügen. Einen Bauplan hatten sie übrigens nicht, nur eine Idee im Kopf. Man eignet sich im Laufe seines Lebens so manche Dinge an. Und das gehört eben dazu. Ich sag mal, wenn ich eine Säge und eine Bohrmaschine bedienen kann und dann noch so ein bisschen Fantasie und Planungsfähigkeit habe, dann kann ich auch sowas realisieren. Und dann habe ich angefangen zu bauen. Und während des Bauens sind die ganzen Ideen noch dazugekommen. Nachdem der Pool, die Bar, der Kinderspielplatz und die Lounge nun fertig sind, fehlt jetzt nur noch ein Grill. Der steht als nächstes an. Super, ich bin total glücklich. Es ist wunderschön geworden, es gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, es ist zum ersten Mal, dass ich gar nicht so das Verlangen habe, irgendwo hinzufahren, sondern ich bin total froh und glücklich, hier im Garten Urlaub machen zu können. Was jetzt noch fehlt, ist eine Einweihungsparty. Die wird hoffentlich bald noch nachgeholt. Unglaublich, was Corona so auslösen kann. Familie Klasani hat ja auch noch etwas Platz in ihrem Garten. Und die Ideen gehen ihnen scheinbar nicht aus.